den Streich. Max und Moritz machten beide keine Freude. Bildlich seht ihr jetzt die Possen, die in Wirklichkeit verdrossen, mit behaglichem Gekicher war ihr selbst vor ihnen sicher. Aber das beginnt jetzt stets, wie man's treibt, man geht, so geht's. Von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja. Zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken. Tiere quälen. Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer. Und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhl. Ach, weh. 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 Wenn ich auf das Ende sehe. Das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist dir, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Erster Streich. Manche gibt sich viel Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch für die Kissen und die Pfühle. Denn man liegt nicht gerne kühl. Sing! Da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren drei. Und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, eins, zwei, drei, schneiden sie sich Brot entzwei. In vier Teile, jedes Stück, wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden übers Kreuz, ein Stück an jeden, und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen.
Und dann kommt der Tod herein.